Die US-Bundespolizei FBI ermittelt nach einer schweren Explosion in Nashville im Bundesstaat Tennessee. Ein Wohnmobil wurde am Freitag, dem ersten Weihnachtsfeiertag, laut Polizei offenbar gezielt als Autobombe eingesetzt. Zuvor waren Warndurchsagen und ein Countdown aus dem Fahrzeug zu hören gewesen. Trotz einer Evakuierung in letzter Minute wurden mindestens 3 Menschen leicht verletzt. Ein Teil der Innenstadt gleicht einem Katastrophengebiet. Mehr als 40 Häuser in der Umgebung wurden beschädigt. Der Bürgermeister von Nashville verhängte eine Ausgangssperre für den Innenstadtbereich. Der Angriff hätte in der weihnachtlichen Zeit Angst und Chaos verbreiten wollen, sagte er.